Die nächste Ansage fällt mir leicht. Ich hatte ja eingangs gesagt, was ist mit den ganzen E-Mails und Nachfragen, die kommen zu uns rund um die Uhr mittlerweile. Die ganze Abend schon. Kim der noch? Wo ist er dann? Wo steckt der rum? Wo treibt er sich dann hin? Ganz einfach. Hinter der Bühne ist er aufgeschlagen. Trinkt gerade noch einen Sauergespritzten. Dann kommt er raus. Der Obermessdiener vom Mainzer Dom. Bitteschön! Halleluja, schön, dass ich euch sehe. Ehre sei Gott vor allem in der Höhe. Ich soll euch vom Bischof alle Grüße und im Namen der Kirche den Abend versüße. So langsam ist es jedem klar, es ist nichts mehr so, wie es mal war. Wer hätte letztes Jahr an Fasenacht jemals dran gedacht, dass Lockdown herrscht ganz unverdrossen, Kneipe, Kinos, Bars geschlossen, Corona lautet das Unwort des Jahres, freies Bewegen ist Luxusgut rares, die Pandemie, man merkt es eisekalt, macht vor unserer Kirche auch nicht Halt, wobei die Krise weit und breit die seltsamsten Blüten treibt, zum Zöllner Zebedäus ist unser Herr schon seit langem, genauso wie zur Maria Magdalena, barmherzig gegangen. Es gibt Weine, die mit den Jahren besser werden. Aber es gibt auch Jahre wie dieses, die nur mit Wein ertragen werden. So schlimm wie heute war es noch nie, dass in Korbosse der Dom und das Eroszentrum haben aus dem gleichen Grund geschlossen. Toleranz mit Achtung und Respekt gepaart ist hier am Rhein die Lebensart. Vom Rhein, wie Karl Zugmeier es erkannt, ist natürlicher Adel, das ist vom Abendland. Heiliger Stuhl der Christen, Schumpfstadt der Juden, hier ist es eins, das ist der Zauber vom goldenen Mainz. Toleranz und Demokratie ohne Probleme, diese Freiheit lässt diese Stadt sich niemals mehr nehmen. Das bedeutet ganz klar, ohne Frage, es ist die freie Entscheidung, Kippa oder Mitra zu tragen. Drum hat die AfD mit einem Satz in der Gesellschaft keinen Platz. Mit Lügen! Mit Lügen und dem braunen Schmutz entfaltet der Verfassungsschutz. Ihr habt's gesehen, die braune, dunkle Truppe im Bundestag war sowas geschockt, keine Frage, als Charlotte Knoblauch vor gut 3 Wochen denen alle kräftig wollte starke Stoche. Da ist der rechten, falschen Bagage da alle quasi der Ensig aus dem Gesicht gefallen. Jeder Satz! Jeder Satz ein Volltreffer in die braunen Linien. Wir haben gejubelt wie damals Deutschland gegen Brasilien. Das ist Freiheit, das ist Demokratie. So wollen wir leben. Dieses Ziel werden wir niemals aufgeben. Jetzt im Land von Menschen. Jetzt im Land von Menschen, hier erkannt, wenn die braune Botschaft laut genannt, wie sprach Max Liebermann einst zum dicke End, ich kenn gar nicht so viel Fresse, wie ich Kotz kennt. Jetzt kommt ein Pastor, wissen wir das. Rot ist die Liebe, rot ist der Wein. Rot ist die Farbe von 05, unserem Karnevalverein. Die Teufel vom Betzeberg, die Farbe rot. Aber alles, was rot ist, ist scheinbar in Not. Die AfD, ich tu nicht lügen, liegt leinbar in den letzten Zügen. Was im Bund die für Personal zu bieten habe,
da erleidet man doch voll die Schlappe. Läuft ein schönes Mädchen durch Berlin, so dann begegnet einem jungen Mann, ruft sie, Schatzi, huhu, schau mal hin, ich bin Instagram-Model and Influencerin. Seht ihr Gode, Kevin Kühners von der SPD, völlig entkernt, ich hab die Schule geschmissen und auch nichts gelernt. Mit solchen Suppenkasper, Damen und Herren, konntest du doch alles andere als mehrheitsfähig werden. Und dann die Edelgenosse. Habe der Robin Hood-Film gesehen und sind zu überheblich, um die Inhalte zu verstehen. Gabriel, Schröder, Tsipras, Kraftwerk, Hans vergleiche. Die nehmen es von der Arme und geben es der Reiche. Das ist die falsche Botschaft, ohne Frage. So mancher Provinzfürst macht es nach, ist Verbandsbürgermeister, verdient gut Geld, hat 20 Nebenpöstche, was kostet die Welt, statt die Pinunze, wie es sein soll, abzuführen, so oft wie es geht, selbst eukassieren und für die Ehefrau ein der Daus, springt noch ein gut bezahlter Poste raus. Auf dem Parteitag steht der Gucci-Genosse dann neben dem Schasch. Der schafft als Busfahrer drei Schichten Dasch. Und dem soll Frau mein Beste, opfert sich auf als Krankenschwester. Und unser Gucci-Sozialist singt mit denen Leid, wir schreiten alle Seit an Seit. Merkt ihr's nun zum dicken End? Da kommen sie her, eie 15%. Herbert Wederwehr vor Gift und Galle. Die Pfeifball aus dem Maul gefallen. Und Helmut Schmidt, das muss ich sagen, hätte euch wochenlang ins Knie geschlagen. Darum denke ich immer, als war der Sinn keine Sache, es ist ein Gottesgeschenk in Mainz auf der Wache. Das Lebensgefühl dieser Stadt, das ist kein Gestrunz. Die ganze Welt paarshoppt jetzt, das ist alles von uns. Mainz ist nicht nur die Stadt der Fasenacht. Ein Haus kündet hier mit Macht. Seit über 1000 Jahren ihr Leid von Gottes großer Herrlichkeit. Der Mann ins Dom, er ist es eben, an jeder Mainzer in seinem Leben, wo es hinzieht ihn auf dieser Welt, sein Dom ganz fest im Herz behält. Auf den gebe ich Acht, wie es all der Brauch. Und auf den Bischof Kohlgraf auch. Der lobt mich immer, bis in das Gewand des Zipfel. Seht, Andreas, mein Kind, bist mit Abstand der Gipfel. Der Herr Weihbischof war am Fluren. Ich musste dich gestern 3 Stunden suchen. Ja, sag ich, Exzellenz, ganz gelinde, gute Mitarbeiter. Heutzutage sind die sehr schwer zu finden. Doch wollen wir Danke sagen, Herr, auf alle Fälle, ganz von Herzen hier an dieser Stelle, die in diesen Zeiten wohlgesinnt für andere Menschen tätig sind. Pfleger, Krankenschwester, Feuerwehr, Frau oder Mann, Polizist, Ärzte, Sanitäter, so dann kommunale Helfer verdienen viel eher. Wir sind stolz auf Frauen und Männer unserer Bundeswehr, Schwestern, Priester, kirchliche Laien, die sich beeilen, anderen zu helfen, Freud und Leid zu teilen. Die Lebensmittelbranche, das mutierte Personal, es gibt immer noch Klopapier, ist doch ganz optimal. Oh Herr, da denke ich, das hatte so an sich, oft an Matthäus Kapitel 25. Das ist aktueller heutzutage, schaut es euch an. Was ihr dem Geringsten meiner Brüder tut, das habt ihr mir getan. Da sucht man nach richtigen Worten. Da reicht auch nicht der dickste Orden, um seinen Tank würdig in Ehrfurcht zu zeigen. Der Narr will sich gerne vor euch verneigen. Wenn alles vorbei ist, wird sehr viel gedacht. Hat jeder von uns die Erfahrung gemacht? Alles, was selbstverständlich war, ich sage es gern, ist nichts anderes als ein großes Geschenk unseres Herrn. Und wenn ich durch Mainz gehe in mancher Sommernacht, sehe ich Gott am Rheinufer sitzen, weil er dort Homeoffice macht. Ich grüße euch all zu Hause in besinnlicher Stund, wo immer ihr uns heute zuschaut, ihr Leid. Bleibt mir gesund, das Rad der Zeit bleibt niemals stehen.
im nächsten Jahr, wenn wir uns alle wiedersehen. Dann ist Mainz bleibt Mainz für euch da. Das war's. Ace, hello, Hallelujah!